Schnuller? Ah. Nein, behalt du den mal. Ups. Ah. Dankeschön. Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Die kleine Mausi hier ist gerade aufgewacht. Wir haben es mittlerweile kurz nach 8. Aber die Nacht war dafür auch ein bisschen unruhiger. Weißt du, winke, winke. Und ich mache sie jetzt fertig und heute geht es wieder in die Kita. Zwar nicht den ganzen Tag, beziehungsweise nicht bis Mittag, also wahrscheinlich nur irgendwie ein paar Stunden, weil die halt personell da immer noch nicht so gut besetzt sind. Aber ihre Bezugsperson hatte gestern noch angerufen und meinte, es wäre irgendwie doof, wenn sie wieder 2 Tage komplett raus ist, weil sie ja irgendwie noch so ein bisschen in der Eingewöhnung drin ist. Und deswegen fahren wir hin, kann Mila den Kuchen mitbringen, ne Schatzi? Und dann denke ich mir, werde ich sie irgendwie vor dem Mittag oder so abholen. Das werden wir gleich mal besprechen. Und jetzt holen wir dich gleich erstmal hier raus, ne? Hm? Hast du Mama Sand? Kleine süße Motte? Hi! Oh, krieg ich wieder einen Schnuller? Mm. Ich mach so rum, ja? Das ist ein witziges Spiel, ne? Du teilst, aber schön. So, jetzt holen wir dich mal raus und ziehen wir dir was an, ne? Ja, wir fahren jetzt los zur Kita, ne? Mütze hast du auf, deine schöne Ballonjacke. Aber die ist schön warm, ne? Die Leggings hier, die wir letztens zugeschickt bekommen haben, ist tatsächlich auch so ein bisschen dicker. Die ist nicht ganz dünn, also die ist nicht gefüttert, aber die ist auf jeden Fall ein bisschen dicker. Aber dadurch, dass ich sie heute früh abhole, wird sie da sicherlich auch nicht draußen schlafen. Und ansonsten hat sie da ja auch noch Sachen, also von sich. Jetzt müssen sie noch was drüber ziehen, ja. Schuhe haben wir an. Hier, Bruno, der schläft da hinten noch. Ha? Da wollen wir jetzt nicht ganz hin. Fräulein, hier geblieben. Ich fange das kleine Mäuschen mal an. Ich muss noch mal eben meine Tasche holen. Kuchen müssen wir mitnehmen. Und dann geht's los, Madame. Ich bin jetzt gerade wieder rein. Bin natürlich ein bisschen nass geworden, ist ja klar. Aber es regnet seit heute Morgen. Und ich habe das Gefühl, das wird heute den ganzen Tag noch regnen. Also ein richtig ungemütliches Wetter. Und ich habe Mila abgesetzt. Bin danach jetzt kurz zu Kaufland gefahren, habe ein paar Sachen geholt. Also wir brauchten so ein paar Standardsachen. Joghurt, Obst, Gemüse. Und irgendwas, was wir jetzt heute Mittag essen können, weil Mila isst jetzt in der Kita ja kein Mittag. Ich hole sie um 10:30 schon wieder ab. Deswegen muss ich mich jetzt auch ein bisschen beeilen. Ich will noch eben eine kurze Runde mit Bruno und Block drehen. Vielleicht schaffe ich das dann noch, einen Kaffee zu trinken. Und ich wollte eben ein bisschen was, wie gesagt, an Essen vorbereiten. Ich glaube, ich mache irgendwie Kartoffelpüree oder auf jeden Fall Kartoffeln. Und ich habe eben an der Fischtheke eine Fischfrikadelle mitgenommen. Gab es nämlich mal irgendwann in der Kita. Das mochte sie auch richtig gern. Ich habe gedacht, wir hatten jetzt die letzten Tage keinen Fisch. Gibt es heute mal eine Fischfrikadelle? Und dann muss ich mal gucken, was ich noch an Gemüse zumache. Ja, so viel dazu. Und ich werde jetzt eben schnell die Einkäufe ausräumen. Wie gesagt, das sind so Standardsachen. Also Brot, Bananen, Karotten, noch mehr Brot, noch mehr Brot. Aber ich friere immer auch immer was ein. Rosenkohl, Joghurt, Eier, Blumenkohl. Hier habe ich noch Tiefkühlspinat drin und so Kebabfleisch, Salat, Baconstreifen, weil ich das mit dem Rosenkohl machen will. Noch Lachsfilet für uns, Milch. Also wirklich nur so Standardsachen. Und wenn ich das nächste Mal mehr Zeit habe, mache ich auch wieder so einen richtigen Foodhaul. Aber das muss jetzt auf die Schnelle gehen. Und wie gesagt, ich räume das jetzt mal eben fix aus. Ich bereite jetzt hier gerade schon einiges fürs Mittagessen vor. Also ich mache jetzt Kartoffelpüree und da hinten ist Buttergemüse. Und dazu gibt es halt die Fischfrikadelle, die ich gekauft habe. Also vielleicht teilen wir uns die, weil die ist halt schon, ja, die ist schon recht reell. Weil mal gucken, wie sie einfach Hunger hat. Ich habe mir jetzt noch schnell einen Kaffee gemacht. Wir haben es nämlich 9:55. Um 9:45 will ich eigentlich los, weil ich noch zur Post muss. Und nochmal bei unserer Nachbarin will ich auch noch klingeln, weil überall angeblich Pakete sind. Ja, mal gucken, wie ich es schaffe. Gestern kam übrigens noch ein Paket an mit einem ganz netten Brief und Foto. Und da waren ein paar Sachen für Mila drin, für Bruno und auch für uns. Ihr seht schon, Schlümpfe. Und Julian hat schon direkt ein Auge auf die Kinderschokolade geworfen. Hat schon gesagt, oh, lecker. Weil Kinderschokolade geht immer. Also seit der Kindheit und nach wie vor. Kinderschokolade ist einfach so gut. Und hier kennt ihr Nadine the Brain von was waren das? Frauentausch, glaube ich. Die meinte, hier, Kinderschokolade ist gesund. Also von daher, vielen Dank, Emily, dass du uns was ganz, ganz Gesundes mitgeschickt hast. Möchtest du eine Kinderschokolade? Ja.
Das ist gut für dich, das ist gesund. Kindermilch ist dabei. Wir sind zurück. Mal eben Mila ausziehen. Guck mal, da ist eine Sturmfrisur. Hm? Deine Jacke mal eben auch ausziehen. Oder muss erst mit der Küchenrolle da gespielt werden? Hm? Guck mal hier. Zip. Reißverschluss auf. Zack. Super. Anderer Arm. Na? Na? Hängt fest. Super. Weg damit, ne? Das eine Päckchen, was ich jetzt gerade bei der Post abgeholt habe, ist übrigens von HIP. Von dem Babyclub. Die haben ja irgendwann schon mal geschickt, als ungefähr Beitragsstart war. Und mal gucken, was jetzt zum ersten Geburtstag drin ist. Es ist ganz viel Papier drin. Aber es ist auch ein Quetschi drin. Ja, den kannst du gleich heute Nachmittag essen. Mila will schon gleich beigehen. Ach süß, komm, ich zeig dir den Wald. Oh, wie süß ist das denn? Dieser kleine Fuchs. Also ein kleines Büchlein ist da drin. Guck mal. Chrono, vorsichtig. Dein Moos mal ein bisschen zur Seite schieben. Geburtstagsparty mit Kleckserei. Ach süß, und ist hier noch so ein kleines Heftchen. Und ich weiß gar nicht, wofür jetzt die Schnur ist. Wahrscheinlich ist hier, muss ich mal mich durchgucken. War total lieb, dass die da auch noch mal was schicken. Ja, und das andere Paket konnte ich von unserer Nachbarin noch nicht abholen, weil sie noch nicht da war. In der Kita wurde übrigens für Mila gesungen und es gab sogar ein Geschenk. Also die Kinder kriegen immer ein ganz kleines Geschenk, also so ein kleines Buch. Das ist jetzt Schlafschön, mein Gute-Nacht-Buch. Total süß, dass die da so ein kleines Geschenk kriegen. Und dann durfte sie halt auch auspacken. Und wie gesagt, dann wurde für sie gesungen. Und danach gab es dann Kuchen, den halt Mila ja mitgebracht hat. Und ja, total schön irgendwie. Das ist auch nochmal so ein Meilenstein, so in der Kita, ihr erster Geburtstag irgendwie. Ja, aufregend. Und wir werden jetzt essen oder gleich. Dann geht's für die Motti ins Bett. Und später geht's zum Nachstechen der Augenbrauen, also die Nachbehandlung von dem Microblading. Da nehme ich euch natürlich auch wieder mit hin. Brunien, was ist mit dir? Hm? Stinky Wutz? Kleiner Stinky Wutz? Mila, was macht Bruno da? Huh? Zausel? Ja, da. Ganz viel Papier. Guck mal, das ist Altpappe, das. Das glaube ich auch. Das Heft nicht so zerknittern. Das ist nämlich eine Geschichte. Können wir lesen? Ja. Wenn du es so knitterst, dann geht das nicht. Genau, machst du auf. Guck mal, da ist eine Torte. Ja, das ist eine Geburtstagsgeschichte. Hast du den Spiegelbild für dich entdeckt? Das ist eine nette Person in deinem Spiegel, ne? Was ein kleines, nettes Mädchen, wa? Mila, guck mal. Bitte schön, steigen Sie auf. Halte gut fest. Kommst du da rüber? Oder ist die Stange im Weg? Komm her. Versuch nochmal. Super. Genau, und jetzt Bein ganz rüber. Klasse. Halte dich fest. Nö, nö. Geht los. Wuhu. Da, da, da. Ja. Niet, niet. Ja, da ist noch dein Ballon. Oh, toll. Wollen wir da mal hinfahren? Da, hängt da. Juhu. Guck mal. Ja. Der wird wahrscheinlich hier auch noch ein bisschen länger hängen. Ein paar Tage lassen wir ihn noch hängen. Und dann werden Julian und ich den mal aufmachen und ein bisschen in Piepstimme reden. Und irgendwie zeigt sich hier doch immer das gleiche Bild im Wohnzimmer, oder? Oder fast immer Wäsche, 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 Wäsche. Aber ich habe ja gesagt, ich wollte noch Milas Wäsche waschen. Vor allem der Bettbezug. Und dann können wir das nachher mal aufziehen. Willst du noch eben ein bisschen spielen? Mama macht das Essen fertig, Schatz, ne? Überall muss ich vorbeigequetscht werden. Zack, na, wo steht sie da jetzt? Das bist du im Spiegel, Fräulein. Oh, werden Knutis verteilt? Muss Mama nachher erstmal wieder schön in den Spiegel wischen, ne? Naja, wenn ich den nicht hätte, ne, was würde ich den ganzen Tag machen, Mensch?
Und noch ein Knute. Wow. Wir haben es mittlerweile kurz nach 12. Mila schläft seit 5 bis 10 Minuten. Und ich bin deswegen mal eben zu unserer Nachbarin rüber geflitzt und habe die Pakete geholt. Eins war ja von mir da und von Julian kam auch eins an. Und für uns war das was von meiner Spielzeugkiste. Und ich war total irritiert, weil wir haben unsere Sachen ja noch da. Und ich habe erstmal gedacht, die hätten uns vielleicht von irgendjemand anders was zugeschickt. Also, dass die Kiste irgendwie bei uns versehentlich gelandet ist. Aber nein, es ist Geburtstagspost für Mila. So süß. Ich habe es gerade aufgemacht mit einem fetten Grinsen, weil ich mich so gefreut habe und fand das so niedlich. Und ich habe, glaube ich, schon mal bei Instagram erwähnt, meine Spielzeugkiste, das mit denen, das ist so eine Langzeitkooperation. Also die erste Kiste haben wir, glaube ich, im Januar oder so zugeschickt bekommen. Da war Mila 3-4 Monate alt. Und jetzt läuft es nach wie vor, einfach weil ich, habe ich aber schon öfter gesagt, voll hinter diesem Konzept stehe. Und ich habe es auch bei Instagram geschrieben, das fühlt sich schon ein bisschen so an wie Familie. Weil mit der Verena, mit der ich da schreibe, das ist einfach immer so ein netter Kontakt. Und wir sagen immer schon, meine Spielzeugkiste Familie. Und also so süß, dass die jetzt Geburtstagspost geschickt haben. Und ich zeige es euch mal eben. Ganz oben drauf lag dieses flauschige Etwas. Das ist ein Flauschen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Sieht auf jeden Fall mega niedlich aus. Und ich glaube, Mila wird sich da aber sowas von freuen. Dann kam hier noch so ein Tee mit, der heißt Teefee, Eistee Himbeere, zuckerfrei und Spaß dabei. Habe ich letztens auch erst bei Instagram gesehen und ich glaube, die gibt es bei DM. Ich meine, ich habe die mal bei DM gesehen und ich glaube, da gibt es auch noch Pfirsich. Bin ich mal gespannt, was Mila dazu sagt. Und dann kam hier noch so ein total süßer Geburtstagsbrief. So, so süß. Hallo liebe Mila, wir wünschen dir alles, alles Gute zu deinem ersten Geburtstag. Ganz viel Gesundheit, Lebensfreude und Glück für deine kommenden Jahre. Behalte immer dein süßes Lachen. Mit deinem Flauschen wünschen wir dir ganz viel Spaß. Das Team von Meine Spielzeugkiste und dann die ganzen Unterschriften. Total cool. Also auch mal zu sehen, irgendwie so die, ich meine, man hat ja kein Bild zu denen, aber so zu sehen, wer da irgendwie alles mit hintersteckt, die ganzen Namen. Also ja. Vielen, vielen Dank an euch und ich bin gespannt, was Mila da nachher zu sagt. Ich packe das jetzt gleich mal eben aus. Ich finde dieses Flauschen-Ding so süß, mit diesem kleinen Mund vor allem. Ich meine, wie süß ist das bitte? Und ich glaube, das kommt auch richtig gut bei ihr im Bett, wenn sie jetzt halt Kissen und Decke und alles hat. Kann sie sich dann nämlich auch richtig schön anflauschen. So süß. Wenn ihr das fühlen könntet, wie flauschig das ist. Es ist so richtig ultra flauschig. Da kann man so die ganze Zeit durchfühlen, weil das so flauschig ist. Voll schön. Die Marke heißt auch Flauschen. Lass dich mal flauschen und flausch mit. Mehr Flauschen macht die Welt flauschiger. Na sowas. Mila ist gerade aufgewacht und saß hier gerade schon wieder auf ihrem Bobbycar. Wolltest du eine Runde drehen? Nö, nö. Guck mal, du hast Post bekommen, Mila. Da, hier. Du hast Post bekommen. Hier. Geburtstagspost. Willst du mal gucken? Wollen wir mal gucken, was da drin ist? Da sind die Augen. Wow! Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das flauschig? Ui! Ja, die Zettel sind dann natürlich jetzt auch noch interessant, ne? Hä? Ja, willst du noch mehr rein? Den Brief nicht kaputt machen? Kannst hier ist noch die Verpackung. Das ist auch immer gut, ne? Und dann was zu trinken. Ja, da guckt sie gleich nach dem Deckel und auch mal. Kannst gleich zum Nachmittagssnack was probieren, okay? Ja? Ja, oh, ist das schön flauschig. Aber nicht damit Bruno hauen. Ja, der Karton ist auch für dich interessant. Ich weiß aber, das ist jetzt Altpapier. Das kommt weg. Und der Brief, den behalten wir, okay? Geburtstagspost. Nicht zerknittern. Das ist ein schönes Andenken. Oh, krieg ich eine Umarmung? Ja. Meine Haare, das waren meine Haare im Nacken. Ah, fertig? Jetzt sauber machen, soll ich dir eben Wischlappen geben und dann kannst du nochmal so wischen. Ha? Wir drehen jetzt gerade unsere Runde hier draußen. Von der Sonne ist zwar leider nichts mehr zu sehen,
Es fängt mich gerade an zu nieseln und ich muss mal eben Bruno von dieser Hand wegmachen, sonst wackelt das zu sehr. So ist, glaube ich, besser. Und Mila sitzt hier schön auf ihrem Dreirad, wollte ich gerade sagen, hier auf ihrem Bobbycar und lässt sich schön von Papa schieben. Mila ist gut. Weg ist sie. Mila. Du hast Spaß, ne? Ja. Wollen wir dann so wieder zurück? Ja. Ja, es fängt jetzt auch zu sehr an zu regnen. Das heißt, wir drehen jetzt um. Beziehungsweise setzen wir sie, glaube ich, dann gleich mal in den Kinderwagen. Weil dafür habe ich den Regenschutz da. Wenn wir nass werden, ist ja nicht so schlimm. Aber für Mila ist es doch ein bisschen doof. So, dann rein. Achtung. Weil es fängt jetzt echt richtig dolle an. Ja, doofes Timing. Mila ist jetzt im Kinderwagen. Schön mit Regenverdeck. Ich werde jetzt hier das Bobbycar schieben. Und Bruno ist natürlich auch dabei. Und dann laufen wir jetzt schnell nach Hause, weil es echt richtig schüttet. Oh. Schnell! Wir sind nur ein ganz bisschen nass geworden draußen. So ein ganz bisschen. Die Regentropfen hängen so an der Nasenspitze. Ja, es fing nämlich noch dann richtig an. Aus so ein bisschen Nieseln wurde so ein richtig strömender Regen. Wir sind jetzt wieder da. Kamera und Kind haben wir trocken nach Hause gebracht. Das ist ja die Hauptsache. Und jetzt werden wir uns was Trockenes anziehen und uns erstmal aufwärmen, weil das ist echt ein Schmuddelwetter. Hier wird jetzt noch ein bisschen gespielt. Mila ist nach wie vor fasziniert von diesen Türmen. Hier, Mila, guck mal, erstmal orange, gelb. Man kann es auch anders bauen, genau. Und jetzt der grüne. Der Bruni will auf seinen Platz, ne? Ja, oder so, dann kannst du ihn ineinander stecken. Dann kommt blau. Ja, auf jeden Fall ist er da die ganze Zeit mit im Gange. Und falls ihr euch fragt, warum ich gar nicht vom Microblading-Termin filme, weil wir den nochmal verschoben haben. Also ich weiß jetzt nicht, wann ich das nächste Mal bei ihr bin, aber wenn es soweit ist, dann nehme ich euch auf jeden Fall mit, weil das ja doch einige interessiert. Und nach jetzt, ich glaube, fast 3 Wochen bin ich auf jeden Fall immer noch super zufrieden. Und ich kann euch sie gerne nochmal in der Infobox verlinken, also ihre Facebook-Seite und Instagram-Seite. Darüber könnt ihr sie auch kontaktieren. Und ja, wie gesagt, wir spielen jetzt noch ein bisschen und mehr passiert hier heute auch nicht. Von daher beende ich den Vlog und bis dann. Tschüss.